Moin Moin, mein Name ist Knut von der Einraumwohnung und ich habe das Video erstellt über den Ausbau eines Campervans und du springst mitten rein in das Gesamtkunstwerk. Und zwar geht es heute um die Folge. Jetzt wollen wir natürlich auch noch irgendwo hier so muckelig die Wände isolieren. Ich gehe da einmal so optisch hier einmal ringsherum. Hier vorne werden wir schlecht isolieren können, weil da ist die Glasscheibe. Hier können wir nicht isolieren, da ist die Schiebetür. Sobald wir Isolation auftragen, könnte man die Schiebetür einfach nicht mehr hierhin öffnen, weil sie zu dick aufträgt. Ne? Kann man sich vorstellen. Türen könnte man hinten isolieren, ringsherum auch. Und dann muss man eben sehen, da wo später vielleicht Fenster sind. So, da könnte man sehr gut eins hinsetzen. Hätte durchaus einen Sinn. Hier im Schlafbereich würde ich immer ein Fenster reinsetzen. Ist nicht schöner, als da rauszugucken. Ja, und hier, wo man sitzt, natürlich muss da ein Fenster hin. Also gerade, wo man sitzt, will man noch rausgucken. Ist doch wunderschön so. So, da wird natürlich auch nicht isoliert. Problematisch sind immer Holme. Also Armaflex ist bei Campern, bei Selbstausbauern sehr, sehr beliebt. Ist ein Isolationsstoff. Selbstklebend, aber dann habt ihr im Fahrzeug auch noch tragende Holme. Da müsst ihr natürlich mit dem Fenster mal gucken, ob das gerade so hinkommt. Die sind äußerst schlecht zu isolieren. Und ich habe mich gerade noch mit einem Kumpel ausgetauscht, der Fahrzeuge auf Kundenwunsch ausbaut. Und wir beide sind einer Meinung, was ganz, ganz wichtig ist, ist eine vernünftige Dachluke. Und zwar eine hier im Schlafbereich, eine hier, wo geduscht wird. Und die Dinger sind einfach geil. Die bringen ja auch noch ein schönes Licht rein, wenn ihr wollt, auch hier. Und dann habt ihr die große Tür. Und dann aufmachen, durchlüften. Lüften, lüften, lüften ist das Allerwichtigste. Unser Koffer hier hat einen K-Wert von 0,7. Das heißt, der hat einen geringeren K-Wert als ein Niedrigenergiehaus. Und wenn wir Kondens haben, wo? Natürlich, wenn wir hier drin schlafen und dann an den Fenstern. Das sind immer Kältebrücken. Also das heißt, selbst in so einer perfekten Umgebung wie hier, lüften, lüften, lüften. Da geht kein Weg dran vorbei. So, was ihr bitte nicht nehmt, um Innenraum zu verkleiden, das sind diese Pressspan-Dinger, die man als Rückwände für Schränke im Baumarkt findet. Die würden sich hervorragend anbringen lassen. Die sehen im ersten Moment auch total gut aus, aber das ist nichts anderes als Presspappe. Die würde sich voll saugen und dann habt ihr nur ganz kurz Freude daran. Es gibt von der Firma ThyssenKrupp Plastik etwas. Das ist nicht so bekannt. Das heißt Kömerzell. Das Zeug ist wirklich gut. Das gibt es in verschiedenen Stärken. Das wird auch draußen im Fassadenbau genutzt und das ist isoliert. Und die könnte man in Perfektion anbringen, anschrauben, wie auch immer, ankleben. Und das wäre auch eine Möglichkeit, wie man das gut hinkriegt. Aber da gibt es auch, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Was ich ja schon eindringlich vorgewarnt habe, ist die Verwendung von Nut- und Federbrettern. Das sieht aus wie eine finnische Sauna. Das ist ja wirklich Geschmackssache, ob man das leiden mag oder nicht. Aber der TÜV wird mit Sicherheit sagen, ne, das ist uns deutlich zu gefährlich. Wir sind letztendlich irgendwo mit in der Haftung, wenn euch mal was passiert. Ja, und ansonsten gibt es viele schöne Baumaterialien. Auch der Gang in den Baumarkt, der wird schon vieles offenbaren, was man da nutzen könnte. So, unser nächstes Thema sind dann die Fenster.